Ich kann da nicht hinfahren. Ich kann nicht. Ist nicht erlaubt. Verboten. Aber mich zieht's dahin. Ich träume sehr oft von diesem Platz. Hier ist es verboten, weißt du? Ich habe mich selbst zu einem solchen Leben verdammt, dass ich so viele Tabus und Verbote habe, dass ich nicht einmal nach London fahren darf. Geht nicht. Verboten. Manchmal sind es Verbote, die... Ich weiß nicht, was sie hervorbringt. Die Verbote kommen von oben und es wird gesagt, das darf man nicht tun. Man darf nicht in die Schweiz fahren. Überhaupt in die Schweiz. Besonders nach Genf. Geht nicht. Ich fahre da nicht hin. Wenn du in Genf bist, verneige dich dort in meinem Namen und sag, ein Spion lässt dich grüßen. Das ist eine wundervolle Stadt. Das ist meine Liebe. Ich liebe Genf fast so wie Kiew. Verstehst du? Ich fange einfach an zu zittern. Es zieht mich wieder in dieses Leben zurück. Weißt du, ich spüre sogar den Geruch. Ich sehe diese Straßen. Wenn man schon alles vergisst, so ist hier jeder Tag unvergesslich. Denn es gab so eine hohe Spannung in allem, weil ich habe hier alles durchgemacht. Ich kann darüber nicht sprechen. In diesem Park im Jahre 41 versammelten sich Geheimagenten. Wir haben uns nicht auf diesen Krieg vorbereitet, wir bereiteten uns auf einen ganz anderen Krieg vor. Auf einen ganz anderen Krieg. Und plötzlich überfielen uns die Deutschen und marschierten, marschierten, marschierten. Auf einmal passierten unseren Geheimagenten Pannen. Wir hatten eine Funkstelle, sie hieß Nord. Es war eine Agentenfunkstelle. Und es kam dann so, dass die Agentenfunkstelle keine Verbindung mehr zum Heimatland hatte, weil sich die Frontlinie so weit verschoben hat. Man hat mit etwa 1000 Kilometern gerechnet. Sie ist aber bis vor Moskau zurückgewichen. Und es gab keinen Kontakt. Sie hatten, nehmen wir an, in Genf eine sehr interessante Information und sie wurde gerade benötigt, dringend benötigt, denn die Deutschen drangen bereits bis Moskau vor. Und sie fragten gerade, Geheimdienste, sagt, wie sieht's aus? Sie saßen aber hier und konnten keine Verbindung aufbauen. Diese Geheimagenten, sie sind abgehetzte Wölfe. Die Gestapo hat sie in Genf gejagt, in einem neutralen Land. Die Gestapo hat hier ja auch gearbeitet. Sie konnten zum Beispiel einen Menschen entführen. Also die Geheimagenten durften einander nicht kennen. Es war ihnen verboten, einander zu kennen. Und plötzlich fanden sie einander irgendwie. Weißt du, als ob sie einander gewittert hätten. Das waren Wölfe. Verstehst du? Ein Wolf fing an zu heulen und die anderen haben geantwortet. Und so trafen sie sich in diesem Park. Aus Moskau aber kamen Anweisungen, nach denen sich nicht arbeiten ließ. Aber in Genf verstanden sie es so, dass man alles ändern musste. Und so trafen sie sich hier und beschlossen, wir ändern das, das und das. Nur, schaut mal her, Leute, wir können aber später nach dem Krieg in Moskau nicht davon erzählen, dass wir uns hier getroffen haben. Sie saßen einfach so im Park. Sie konnten in kein Haus reingehen und sie trafen sich hier. Sie schoben einfach die Bänke zusammen. Vielleicht spielten sie auch Schach. Früher war das angebracht, heute vielleicht nicht mehr. Damals aber, in den 30er, 40er Jahren, war es üblich. Da sitzen Leute, stellen Figuren auf, zwei von ihnen spielen und drei schauen zu. In Moskau gibt es auch sowas Ähnliches, irgendwo auf dem Gogol Boulevard. Und so kamen sie hier zusammen. Das ist ein historischer Platz. Weißt du, hier, wenn du hier spazieren gehst, hier schwimmen Schwäne, überall Schwäne. Jeder sowjetische Mensch konnte fehlerfrei einen Geheimdienstmitarbeiter von einem Spion unterscheiden. Die unseren sind Geheimdienstmitarbeiter, die übrigen Spione. Auf die einen waren wir stolz, die anderen haben wir verachtet und gehasst. Doch wo konnte man sich zu einem Geheimdienstmitarbeiter ausbilden lassen? In Moskau gibt es eine Straße, die keinen Namen hat. In der Nähe befindet sich die Kausinnenstraße, nicht weit liegt die Richard-Sorge-Straße. Doch eben die Straße, wo sich das Aquarium befindet, da gibt es gar keine Bezeichnung. Die Straße ist da, doch der Name fehlt. Es gibt zum Beispiel die Frunse-Akademie, die Panzerakademie, die Akademie des Generalstabs. Wir kennen sie alle. Doch eine Akademie war geheim. Sie hatte viele Bezeichnungen. Die nicht geheime Bezeichnung war Truppenteil 56535. Die geheime Bezeichnung aber war Akademie der Sowjetarmee.
Und die streng geheime war Militärdiplomatische Akademie der Sowjetarmee. Doch nicht die erste, nicht die offene, nicht die geschlossene. Diese Bezeichnungen sagen überhaupt nichts. Denn es war in Wirklichkeit die Akademie des GRU. Und mir fiel die Ehre zu, dort zu studieren. Wir hatten uns an diese hässlichen Zäune mit Stacheldraht gewöhnt und gaben uns Mühe, sie nicht zu bemerken. Woher sollten wir auch wissen, dass dort hinter diesem Zaun Diplomaten einer besonderen sowjetischen Schule studierten? Ich selbst bin meinem Wesen nach eher ein Karrierist und Hochstapler. Doch außerdem hatte ich offensichtlich Glück. Ich stieg immer höher. Ich beendete die Suworow-Kadettenschule. Seit dem 11. Lebensjahr trug ich Schulterstücke. Dann absolvierte ich die Kiewer Allgemeine Offiziershochschule. Dort musste man 4 Jahre studieren. Ich habe es aber in 3 Jahren geschafft. Danach war ich als Befreier in der Tschechoslowakei. Und darüber berichtet mein erstes Buch, ein sehr böses Buch. Es heißt Erzählungen eines Befreiers. Danach befehligte ich kleine Truppeneinheiten. Und sehr schnell, in 2 Jahren, fand mich der militärische Geheimdienst und ich wurde in die Geheimdienstverwaltung des Stabes eines Militärbezirkes geholt. In einem Jahr kam ich in die Akademie. Und als sie mich dort aufgenommen hatten, sagten sie mir nicht einmal, was das sei. Sie sagten, wir werden dich 5 Jahre lang für irgendeinen besonderen Einsatz vorbereiten. Willst du? Ich sagte, ich will. Wie viele seiner Altersgenossen träumten von einer solchen Karriere? Willst du? Ich will. Für eine besondere Aufgabe war man bereit, alles zu tun. Die Romantik der Geheimdienste. Du bist allein, ein Held auf dem Schlachtfeld und hinter dir die ganze Macht des großen Imperiums. Und dieses Imperium, es erwartet von dir eine Heldentat. Die Heldentat eines Geheimdiensters. Ich war gekränkt, als die Zeitschrift Die Armee plötzlich veröffentlichte, ich hätte angeblich diese Akademien gar nicht absolviert. Dann muss man zugeben, dass ich ein großes Genie bin. In allen diplomatischen Dokumenten, überall steht fest, dass ich von 74 bis 78 in der ständigen Vertretung der UdSSR bei der UNO-Niederlassung in Genf tätig war. Meine Position war Attaché. Wie hätte ich nur dahin gelangen können? Meine Fotos haben Sie gesehen. Ich bin dort irgendein kleiner Offizier mit irgendwelchen Sternchen auf den Schulterstücken. Und dann schicken Sie mich ohne Vorbereitung dahin? Ich beschloss, das alte Handwerk noch einmal aufzugreifen, um zu prüfen, ob ich noch zu etwas fähig war. Heute herrscht natürlich eine andere Situation. Heute kann man im Verteidigungsministerium im Prinzip jegliches Dokument kaufen. Heute wird alles verkauft. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ich brauchte keine streng geheimen Unterlagen. Ich habe mit der Spionage Schluss gemacht. Doch ich beschloss, mein Diplom abzukaufen, mir mein Diplom zu besorgen. Und ich besorgte mir meine Diplome. Von der Kiewer Allgemeinen Offiziershochschule und von der Militärdiplomatischen Akademie der Sowjetarmee. Ich habe mir auch die Liste der Zeugnisnoten besorgt. In der Militärdiplomatischen Akademie jedoch ist die Liste der Zeugnisnoten an sich ein geheimes Dokument. Dort gibt es eine Auflistung der Fächer, die wir belegt haben. Das ist geheim. Ich konnte sie nicht besorgen. Doch die Diplome sind da. 2 Hochschulausbildungen. Ich kann sie zeigen. Und ich wurde als erster des gesamten Jahrgangs ins Ausland gesandt und in die Hauptstadt der Spionage nach Genf geschickt. Ich war dort fast 4 Jahre tätig. Ich beschäftigte mich mit Spionage. Einige Jahre später wird ein gewisser Viktor Suworow das Buch Aquarium veröffentlichen. Noch nie zuvor hat jemand über unseren militärischen Geheimdienst so berichtet. Das Buch wird zum Bestseller. Eine gewöhnliche Arbeit. Denn ein Mensch stellt sich einen Geheimdienstmitarbeiter wie den Filmhelden Tichanow vor, der da überall eindringt. Unsere Leute können nicht von so großem Wuchs sein. Auch nicht so schön wie Tichanow. Sie sind schön, doch nicht so. Verstehst du? Und die Arbeit ist eine andere. Nicht so eine. Nein, nein, sie fügt sich aus Kleinigkeiten zusammen. Verstehst du? Aus lauter Kleinigkeiten. Und plötzlich ersteht am Horizont das Imperium. Und sehr oft lenkst du dich davon ab, ob es ein schlechtes Imperium ist oder ein gutes. Wir töten in Afghanistan Menschen oder walzen sie in Budapest mit den Panzern nieder. Nein, es kommt in dir Stolz auf. Weißt du, das Flugzeug MiG-29, damals aber MiG-25. Da fliegt zum Beispiel die MiG-25 und ich weiß, dass auch ich irgendetwas zu diesem Flugzeug beigetragen habe. Vielleicht nicht zur MiG-25, doch zum nächsten, zur MiG-29, zur MiG-31 leiste ich meinen Beitrag jetzt. Es kommt ein Gefühl auf, wir zeigen es ihnen, den Schurken. Wir werden es ihnen zeigen.
Das kann man nicht erklären, das kann man nicht erzählen. Denn es kommt ein Gefühl auf, wie wenn Jungs von einer Straße gegen die andere kämpfen. Das ist unsere Straße. Wir haben die anderen verdroschen. Wir prügeln auf sie ein. Es interessiert uns nicht, wofür wir sie verprügeln. Wir arbeiten. Ich meine, man kann hier auf keinen Fall eine Ideologie unterstellen. Ich sage dir noch etwas. Im Jahre 76 war ich in Genf tätig und war schon moralisch bereit zu flüchten. Ich war für die Flucht moralisch bereit. Ich hasse das System. Ich sehe, wie die Führer des Politbüros dahinfliegen, wie sie dort saufen. Ich hasse sie. Ich bin bereit. Ich hasse sie dermaßen, dass ich bereit bin zu flüchten. Und plötzlich berichten die Zeitungen, Viktor Belenka flüchtete mit dem Flugzeug MiG-25 nach Japan. Wenn man mir damals befohlen hätte, ihn zu töten, hätte ich ihn getötet. Verstehst du? Ich war selbst bereit zu flüchten, doch ich hätte ihn getötet. Und weißt du was? Ich hätte es als einen Ehrenauftrag der Partei und der Regierung empfunden. Ich brauchte keinen Stern des Helden der Sowjetunion. Sollten sie mir nur auftragen, ihn zu töten. Weißt du warum? Weil ich für dieses Flugzeug MiG-25 auch arbeite. Und dieser Schurke hat es gestohlen und ins Ausland gebracht. Und auch die anderen, ich verstehe das, als ich flüchtete. Meine Freunde, sie waren ja auch bereit, mich zu töten, mich irgendwo abzufangen. Ich verstehe ihre Gefühle. Sie arbeiten am Rande ihrer Möglichkeiten, über den Rand ihrer Möglichkeiten hinaus. Ich bin geflüchtet, habe ihre ganze Arbeit zerstört. Ich begreife es, wie sie mich hassen. Doch die Zeitung Roter Stern schreibt plötzlich, dass meine Freunde, sogar nachdem ich schon geflüchtet war, positiv über mich gesprochen haben. Weißt du, das rührt einen zu Tränen. Ich habe ihnen so viel Schlechtes angetan und sie sagen, Viktor, du bist ein guter Mensch. Wie kann man das begreifen? Ich weiß es nicht. Es sind seit 78 viele Jahre vergangen. Und so wollte es das Schicksal, dass Sie ihn heute, nach mehr als 15 Jahren, wiedergesehen haben. Das, was wir Ihnen gezeigt haben. Was für einen Eindruck haben Sie nach all dem? Ich würde sagen, dass ich dabei ein ungutes Gefühl habe. Mir war es sogar irgendwie peinlich, dass dieser Mensch eine gewisse Zeit bei den Geheimdiensten tätig war. Wie er von der allgemeinmenschlichen Moral und von der Moral eines Geheimdienstmitarbeiters spricht. Ich möchte Worte aus dem Buch Aquarium anführen. Vielleicht nicht ganz genau, doch die Worte stammen von dort. Wenn wir satt sind, im Komfort wohnen und es genügend Weibchen gibt, dann können wir uns Mitleid und Gutmütigkeit erlauben. Doch sobald das Schicksal einen vor die Wahl stellt, der eine soll überleben, der andere aber sterben, dann vergessen wir das alles und stoßen unsere gelben Eckzähne in den Hals unseres Nachbarn, des Bruders, der Mutter. Ist das aber eine Moral? Ein Geheimdienstmitarbeiter hat eine harte Moral. Stirb lieber selbst, doch rette den Freund. Ist er etwa ein Geheimdienstmitarbeiter? Nein, nicht im Entferntesten. Nach seinen moralischen, politischen und persönlichen Eigenschaften ist er eine ungeeignete Person für den Geheimdienst. Das ist ein Fehler eines großen militärischen Geheimdienstes, dass ein solcher Mensch in den militärischen Geheimdienst übernommen wurde. Er interessierte sich für Geschichte. Natürlich nicht die allgemeine Geschichte, sondern die Zeit des Vaterländischen Krieges. Mir war auch sehr vieles, genauer gesagt das Wichtigste, nicht klar. Wie konnte so etwas passieren? Denn das Volk, unser Volk, opferte in den Vorkriegsjahren alles für die Festigung der Verteidigungsfähigkeit seines Staates. Und ich konnte weder mir selbst noch ihm erklären, wieso etwas, der vernichtende Überfall am Anfang des Krieges, passieren konnte. Er fing an, selber nach den Antworten auf diese ungelösten Fragen zu suchen. Vielleicht so. Ich muss aber noch eins sagen, ohne jetzt anzugeben, er hat ein phänomenales Gedächtnis. Ein Gedächtnis, das ich selten getroffen habe. Mir fehlt das gänzlich. Er hat ein Gedächtnis für Zahlen, Nummern, Divisionen, für all das. Er hat in seinem Kopf alle Divisionskommandeure des Jahres 41, alle Korpskommandeure, an welchen Schlachten sie beteiligt waren, ihr Schicksal, wo sie gefallen sind. Zur Urlaubszeit fuhr ich heim in die Ferien. Viele, viele Jahre fuhr ich direkt von der Suvorov-Kadettenschule in die Ferien nach Hause. Nach Hause, nach Tscherkassy? Ja, nach Tscherkassy. Dort komme ich an, werde vom Vater abgeholt und dann veranstaltet er mit mir eine Prüfung.
Nehmen wir an, ich komme. Wir küssen uns, wir feiern. Und nachts, ungefähr ab 10, 11 Uhr, veranstaltet er eine Prüfung. So ungefähr bis 8 Uhr morgens, verstehst du? Eine Nacht, die zweite, die dritte Nacht, so sitzen wir mit ihm. Frag ihn doch. So prüft er mich. Das ist sehr einfach. Nehmen wir mal die einfachsten Fragen an. Die Zahl 16. 16, aha. Die 16. Armee. Die 16. Armee. Wann wurde die 16. Armee gegründet und wo? Am 17. Juni 1940. Gut. Was für ein Gründungsbefehl? Es gab doch einen Gründungsbefehl. Der Befehl 004. Wer hat ihn unterschrieben? Der Marschall der Sowjetunion Timoschenko. Gut, klar, die 16. Armee. Wo war sie, als der Krieg angefangen hat? Sie befand sich auf der transsibirischen Eisenbahn. Sie rückte aus. Was war die hauptsächliche Stoßkraft? Das 5. mechanisierte Korps. Wer kommandierte es? Alexeenka. Gut, wo kam Alexeenka aber her? Von Chalkin Gol, das ist ein Mann von Schukow. Wie viele Panzer zählte das 5. mechanisierte Korps? 1056. So, und welche Divisionen? Das weiß jeder. Die 13., die 17. Panzerdivision, die 109. mechanisierte Division. Nein, das ist nicht alles. Dort war noch ein Kraftradregiment. Natürlich gab es dort ein Kraftradregiment. Wer befehligte es? Belikow. Welchen Militärgrad hatte er? Major. Und später? Später General der Armee. Gut. Wer befehligte die 16. Armee, als sie ausrückte? Michail Lukin. Gut. Und wer war der Stabschef? Scharnin. Oberst Scharnin. Was war er später? Später Leiter des GRU. Verstanden? Wie? Scharnin. Er war zunächst Oberst, dann Generalleutnant Scharnin, Leiter des GRU. Also, Sie rücken aus. Wohin? Nach Schepetowka. Gut. Dort stand aber die 152. Infanteriedivision. Ja. Wer befehligte sie? Generalmajor Tschernyschow. Woher kam er? Na klar, aus dem Bereich der militärischen Ausbildung. Lass mich durchatmen. Wozu denn durchatmen? Halt, warte mal, das sind 5 Minuten. Er aber prüfte mich nächtelang, jede Nacht und gleich ins kalte Wasser, damit ich es weiß. Verstehst du? Weil der Mensch das wissen muss. Warum muss er das denn? Na, verstehst du denn nicht? Du weißt es nicht, dann hast du ein schlechtes Leben. Ich aber habe ein interessantes, du aber nicht. Warte mal bitte, was war das für dich? Eine Art Übermut? Gedächtnisübungen? Nein, nein, nein. Leidenschaft? Nein. Wenn man da reinkommt in diese Labyrinthe, dann ist es so interessant. Verstehst du? Ich habe mal jemand getroffen, für den war es äußerst interessant, Leichen zu sezieren. Und er erzählte mir dann, wie er sie öffnet, wie er da schneidet. So etwa ist es auch bei mir. Das ist unheimlich interessant. Atemberaubend interessant, wenn ich jeden General kenne. Wie viele Generäle gab es im Jahr 41? 1056. Gut. Und nun fange ich an. Ich kann über diese Dinge stundenlang erzählen. Die Zeitung Roter Stern schrieb zum Beispiel, naja, es wurde ihm dort bestimmt geholfen. Ich sage aber, halt, halt, meine Herren und Genossen, halt, holen Sie bitte Ihren Verteidigungsminister, diesen Pavel Kratschow. Setzen Sie ihn hier hin. Stellen Sie 3 Fernsehkameras auf. Wir werden miteinander diskutieren. Wir werden uns unterhalten. Holen Sie Ihr Institut für Militärgeschichte. Wir werden miteinander diskutieren. Bitte. Ich bin ein Spieler. Ich bin bereit, hierfür zu kämpfen. Sie können mich vielleicht irgendwo stellen. Doch wenn Sie mich auch irgendwo stellen, dann ist es nicht deswegen, weil ich etwas nicht kenne, sondern nur deshalb, weil mir ein solches Dokument in die Hände geraten ist. Ich kenne dieses Dokument. Es kann sein, dass ich ein fehlerhaftes Dokument habe, doch das, was im Dokument drinsteht, das kenne ich. Ich fotografiere das mit meinem Blick, nehme es ins Gedächtnis auf und behalte es dort für immer. Wie auch immer, den ersten Schritt, wie man sagt, machen wir selbst, dann aber führt uns das Schicksal weiter. Den Klugen führt es, den Dummen schleppt es dahin, so sagten die Alten. Den ehemaligen Kadettenjungen Resun warf eben dieses Schicksal nach London. Und wir trafen ihn im Haus des ehemaligen sowjetischen Dissidenten Wladimir Bukowski. Haben Sie kein Mitleid mit der unglücklichen Generation, die am Krieg beteiligt war und der jetzt, am Ende ihres Lebens, das Buch von Suworow auch noch sagt, dass sie diesen Krieg wegen schrecklicher Ziele geführt hat und nicht wegen der Verteidigung ihrer Heimat? Ist es nicht schwer, heute, nachdem dieses Buch in Millionenauflage in Russland veröffentlicht wurde?
Wissen Sie, ich bin kein Teilnehmer jener Ereignisse. Ich habe kein Recht, im Namen dieser Menschen zu sprechen. Ich kannte viele von ihnen sehr gut. Ich kannte zum Beispiel Viktor Nekrasow sehr gut. Oder sagen wir meine Tante. Sie hat auch im Krieg teilgenommen und ist eine große Verehrerin von Suvorov. Ich schenkte ihr ein Buch mit seinem Autogramm. Und sie hat es buchstäblich verschlungen. Die Reaktion dieser Leute, ehrlicher Leute, die wirklich an dem allem teilgenommen haben und ihr Leben riskierten, sie ist eine ganz andere. Sie streiten nicht, sie empören sich nicht. Sie lesen dieses Buch mit gewaltigem Interesse. Sie interessieren sich für Details. Sie erkennen plötzlich ihr eigenes Leben aufs Neue und verstehen, Teilnehmer welcher Ereignisse sie waren, was das alles bedeutete. Für sie ist es viel interessanter. Ich habe in der Tat noch keine Menschen getroffen, die an diesen Ereignissen teilgenommen, wirklich teilgenommen haben, die mit Bitterkeit oder Hass auf dieses Buch reagierten. Es gibt sie leider. Naja, was soll's. Es gibt verschiedene Menschen. Ich habe solche noch nicht getroffen. Verstehen Sie doch, in Wirklichkeit leugnet das Buch keineswegs die Größe dessen, was Sie getan haben. Sie konnten ja das Spiel hinter den Kulissen nicht kennen. Sie konnten nicht wissen, was Stalin vorhatte, was er meinte. Sie hatten eine ganz klare schwarz-weiße Situation vor sich. Ihr Land wurde überfallen und Sie verteidigten es. Und dafür soll Ihnen Ruhm und Ehre zuteil sein. Und keiner kann Ihnen in diesem Zusammenhang etwas vorwerfen, richtig? Somit mindert es nicht Ihre Verdienste, doch es stellt uns ganz anders diese Macht dar, die noch viele Jahrzehnte nach dem Kriegsende über dieses Land herrschte und die halbe Welt terrorisierte. Wissen Sie, darin gibt es, wenn Sie so wollen, auch eine Heldentat des Aufklärers. Nach der Analogie mit dem bekannten Film. Die Art, wie Suvorov die stattgefundenen Ereignisse sieht, ist die Sichtweise eines Geheimdienstmitarbeiters. Er betrachtete diese Ereignisse nicht wie ein verblendeter Historiker, der beweisen muss, wie schrecklich Hitler war und so weiter. Er betrachtete diese Ereignisse wie ein sachlicher Analytiker und Geheimdienstler. Zog aber Schlüsse daraus wie ein Politiker. Schlussfolgerungen können in der Politik verwendet werden. Er hat aber die Analyse wie ein Fachmann, wie ein Geheimdienstmitarbeiter vorgenommen. So schaute er zum Beispiel auf die Truppenaufstellung. Wenn man ihn damals beauftragt hätte, die Aufklärung der damaligen Lage vorzunehmen, Truppenaufstellung, Bekleidung, Ausrüstung, so hat er diese Analyse auch gemacht. Er hat sie als Geheimdienstler gemacht und daher ist diese Analyse vollkommen unbestritten. Sie ist genau, sie ist wissenschaftlich. Die politischen Schlussfolgerungen aber, meine Herren, können Sie selbst ziehen. Doch sie sind laut diesem Buch eindeutig. Natürlich, vollkommen eindeutig. Dieses Buch kritisiert nicht nur Stalin, sondern auch Hitler. Und ich sage hier in diesem Buch, Hitler ist ein Menschenfresser. Doch ich sage, wenn Hitler ein Menschenfresser ist, dann folgt daraus auf keinen Fall, dass Stalin ein Vegetarier ist. Stalin aß auch Fleisch, Menschenfleisch. Er vernichtete auch Millionen von Menschen. Ich wollte keinen beleidigen. Vielleicht fordert das Buch heraus und ist eine Ohrfeige. Es ist ein schreckliches Buch, ein fürchterliches Buch. Und wenn es nötig ist, dass ich zurückkehre und dort vor Gericht erscheine, dann bitte, ich kehre zurück und stelle mich. Bitte, das erkläre ich vor ganz Russland. Guten Abend, Freunde. Unser BBC-Kollege, der vor kurzem aus Moskau zurückkehrte, erzählte, dass in den Metro-Unterführungen geschäftstüchtige Mütterchen mit einem Buch in der Luft wedeln und schreien, Eisbrecherchen, Eisbrecherchen. Es geht dabei, wie Sie bereits verstanden haben, um das Buch von Viktor Suvorov, Eisbrecher, das vor kurzem in der Heimat in einer mehrere tausend zählenden Auflage erschienen ist. 300.000, um genauer zu sein. Wegen der Veröffentlichung dieses Buches meldeten sich viele Zeitungen zu Wort. Das Buch ist umstritten und die Meinungen darüber sind sehr kontrovers. Doch gemessen in der Reaktion hat dieses Buch sehr viele Menschen berührt. Das Interesse an diesem Buch ist wahrlich landesweit. Erlauben Sie mir, meine Damen und Herren, Ihnen vorzustellen, Viktor Suvorov. Also das Buch der Eisbrecher, das umstrittenste, das skandalöseste Buch des Jahrzehnts.
Unser Kollege von der BBC hat sich geirrt. Die erste Auflage des Buches in Russland zählte 3 Millionen. Was ist das eigentlich für ein Buch?